Amateurfunk News Juli 2024. Herzlich willkommen zu diesen Amateurfunk News Juli 2024. Schön, dass ihr wieder dabei seid und es gibt wieder eine Menge Neues. Insbesondere ist die Ham Radio ja im Moment das Thema Nummer 1 und ihr wisst ja, ich mag die Ham Radio sehr gerne. Ich bin Michael, DL2YMR, und ich produziere hier regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Nun aber zu den heutigen Themen. Neue Amateurfunkverordnung tritt in Kraft. Prüfung zur N-Lizenz am Bodensee. ICOM Firmware-Update. Die Ham Radio steht vor der Tür. Livestreams von der Ham Radio. Buch zur N-Lizenz. Und zwei neue Apps von Markus Roskosch für Kenwood und Jaesu. Ich wünsche dir mit diesen Themen wieder viel Spaß. Bevor wir jetzt richtig loslegen, gestatte mir noch den Hinweis, alle Angaben in diesem Video sind wie immer ohne Gewähr. Neue Amateurfunkverordnung in Kraft. Am 24.06.2024 trat die neue Amateurfunkverordnung in Kraft. Danach dürfen jetzt auch Klasse N-Lizenzen geprüft werden. Außerdem gibt es Veränderungen beim Frequenzplan. Die bedeutendsten Veränderungen sind wohl die, dass das 6-Meter-Band für Klasse E-Lizenzen derzeit nicht mehr genutzt werden kann. Und dort gab es ja bisher eine Duldungsregelung. Das 6-Meter-Band ist für A-Lizenzen jetzt dauerhaft zugelassen. Wichtig auch, alle Amateurfunkfrequenzen oberhalb von 1 GHz im Rufzeichenplan für den Amateurfunkdienst sind jetzt für die Klasse E-Lizenzen freigegeben. Alle weiteren Informationen sowie Einschränkungen könnt ihr im aktuellen Rufzeichenplan als Anhang zur Amateurfunkverordnung nachlesen. Ich verlinke das hier wieder unter dem Video. Der DRC übrigens hat eine Schnellübersicht zu den wichtigsten Änderungen der Amateurfunkverordnung verfasst und stellt sie auf seinen Webseiten zur Verfügung. Link auch wieder hier unter dem Video. Prüfungen zur N-Lizenz am Bodensee. Eine der ersten Prüfungen zur Klasse N-Lizenz wird auf der Ham Radio in Friedrichshafen stattfinden. Dann wird es sicherlich nicht mehr lange dauern, bis die ersten Zulassungen zum Amateurfunkdienst für N-Lizenzen zugestellt sind und wir die ersten Delta November 9 Rufzeichen auf den Bändern hören werden. Denn es ist so, dass man nach der Prüfung nicht gleich automatisch am Amateurfunkdienst teilnehmen darf, sondern erst nach der Zulassung durch die Bundesnetzagentur. Und das geschieht in der Regel durch Zusendung der Zulassung mit dem Rufzeichen. Ich wünsche allen Prüflingen auf der HEM und auch allen weiteren Prüflingen in der Zukunft viel Erfolg für ihre Amateurfunkprüfungen, egal ob Klasse N, E oder A. ICOM Firmware Update. Update für den ICOM IC7610 auf den Seiten von ICOM verfügbar. Es wurde ein Fehler behoben, der bei der Kommunikation mit der HDSDR-Software zu einem Fehler in der IQ-Datenausgabe führte. Die HDSDR-Software ist eine kostenlose SDR-Software, die im Internet erhältlich ist. Und auch diesen Link findest du wieder hier unter dem Video. Die Ham Radio steht vor der Tür. Ich werde mich am Donnerstag wieder mit meinen beiden Funkfreunden Roger und Nobby auf den Weg nach Friedrichshafen machen. Wie jedes Jahr freue ich mich wieder sehr auf die Ham Radio. Sie findet in diesem Jahr statt vom 28. bis 30. Juni und zwar auf dem Messegelände der Stadt Friedrichshafen am Bodensee. In diesem Jahr steht die Messe unter dem Motto 60 Jahre Islands on the Air. Technik trifft Abenteuer. Es gibt wieder einen großen Flohmarkt, eine Halle mit kommerziellen Anbietern und vielen Vereinen, Clubs und Verbänden, die sich in der Halle präsentieren. Außerdem gibt es wieder ein sehr umfangreiches Portfolio an Vorträgen, die von den Fachleuten in den Vortragsräumen der Messe vorgetragen werden. Am meisten freue ich mich allerdings persönlich jedoch auf das Treffen mit vielen, vielen Freunden, wie jedes Jahr. Wenn du abends durch Friedrichshafen gehst, wirst du sehen, dass die Stadt voller Funkamateure ist und aus den Biergärten und den Gaststätten klingen fast nur Amateurfunkthemen. Es ist jedes Jahr wieder ein Riesenerlebnis. Ich kann dir nur empfehlen, falls du das noch nicht kennst, komm auf jeden Fall dorthin und schau dir das an.
Falls du es schon kennst, kommst du ja sowieso wieder. Ach ja, ein Tipp noch. Wenn du in Friedrichshafen wohnst, kannst du den Bus, zum Beispiel vom Bahnhof oder auch vom Hafen, nutzen. Also nutzen, um zum Messegelände zu kommen. Der Bus war in den letzten Jahren immer kostenlos und ich hoffe, dass das auch dieses Jahr wieder so sein wird. Den Link zur Messe Friedrichshafen findest du auch wieder hier unter dem Video. Solltest du die Prüfung zur N auf der HEM gemacht haben, dann sag mir das bitte auf jeden Fall persönlich, wenn du mich auf der Messe siehst. Ich möchte dir dann ganz persönlich dazu gratulieren. Livestreams von der HEM Radio. Ich werde versuchen, ein paar Livestreams von der HEM Radio auf dem AFU-Channel zu streamen. Und wenn dich die HEM interessiert und du mal einen Live-Eindruck der Messe haben möchtest, kannst du hier auf dem Kanal nachschauen, ob es Livestreams gibt. Da dies die ersten Tests dieser Art sind und ich noch nicht genau weiß, ob alles funktioniert und ob entsprechend Bandbreite für einen Stream auf der HEM Radio zur Verfügung steht, biete ich das nur für Mitglieder des Kanals an. Also ein echter Mehrwert jetzt für Kanalmitglieder. Wie du Kanalmitglied wirst, siehst du unter dem Video, wenn du auf den Button Mitglied werden klickst. Ich würde mich freuen, wenn ich dich hier in unserer kleinen Mitgliederrunde begrüßen dürfte. Das Buch zur N-Lizenz. Auf dem Funktag in Kassel hatten wir erstmals das Lehrbuch zur N-Lizenz vorgestellt. Auf der HEM Radio kannst du es nun käuflich erwerben. Und wenn du am Freitag um 11 Uhr in der Halle A1 bist, kannst du dir das Buch von Matthias Jung, DL9MJ, und mir persönlich signieren lassen. Falls du schon ein Buch hast, kannst du es natürlich mitbringen und wir werden dir das dann auf der Messe signieren. Wir freuen uns schon darauf, dich dort zu treffen. Zwei neue Apps von Markus Roskosch für Kenwood und Jaeso. Viele von euch wissen ja, dass ich die Software SDR Control für ICOM von Markus Roskosch verwende. Die Software entspricht genau meinen Anforderungen und ich verwende sie sehr gerne. Zum Beispiel kann man damit ohne viel Aufwand und Kabellage quasi aus dem Stand FT8 machen. Sehr vorbildlich und innovativ, die Software von Markus. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass es wieder zwei neue Apps von Markus gibt, nämlich einmal, um deinen Kenwood TS890 zu steuern und einmal, um deinen Jaeso FT710, FTDX10 oder den FTDX101 D oder MP damit zu steuern. Für Jaeso benötigst du allerdings noch das Interface SCU-LAN von Jaeso, da Jaeso das in seinen Transceivern nicht mit verbaut hat. Die Transceiver müssen für die Steuerung durch die Apps mit deinem LAN verbunden werden. Und was noch zu erwähnen ist, die Apps laufen unter macOS und zwar solltest du mindestens die Version macOS 14 Sonoma dafür installiert haben. Auch den Link zu der Seite von Markus werde ich dir hier unter das Video schreiben. So, das war's mit den Amateurfunk News für Juli und ich hoffe, es war auch für dich wieder etwas dabei und ich hoffe auch, dich auf der HEM in Friedrichshafen zu treffen. Falls dir das Video gefallen hat, gib mir bitte wieder einen Daumen nach oben, abonnier den Kanal und klick auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf deinem AFU-Channel wieder etwas Neues gibt.